Eva, dreh dich, Alter. Ich bin tors abgefuckt, sag euch ehrlich. Tors abgefuckt, Alter. Wallah, man supportet die Leute, Adrelis. Langsam, ich denk lieber, ich hol Mohams und meine Jury auf Rap La Rue. Bruder, alle, du rufst die Leute, Cousin, alle. Du sagst den Leuten, Bruder, hier kommst vorbei, Bruder. OG, ich sag, hier kommst vorbei. Der sagt, ja, Bruder. Der sagt, ich will aber 25 Euro haben. Ich hab auch nicht verstanden, warum er 25 Euro haben will, Bruder. Ich denk mir, abo, alle, dies, das. Jetzt scheiß drauf, ich hab hier meinen Teddybär, Cousin. Ich stream heute mit denen an meiner Wunde. Bruder, was für ein Teddybär, Alter, 25 Euro, Bruder, hat er mich kurz hier zum Penner gemacht, Alter, ich bin da, was geht ab, meine Freunde? Erstes Mal live auf Twitch mit meinem Bruder Sammy. Baba, Walla, Baba, ich küsse dein Auge. Ey, Walla, das ist mir eine ganz, ganz, ganz große Ehre, mein wunderschöner Bruder, gell? Ich küsse dein Auge, vielen, vielen, vielen Dank, dass du das geschafft hast zeitlich. Und Dreddys, das ist der allererste Stream von meinem Bruder OG. Bruder, ich nehme dich an die Hand. Ich küsse keine Sorge, wir gehen da zusammen durch. Ihr nimmt mich alle in die Hand am besten, Alter, weil der Bruder war noch nie live. Ich bin auch nicht so ein Typ dafür, aber ich mach das hier für meinen Bruder, Alter. Alter, bester Mann. Ich küsse euer Herz, Mann. Ist ganz gechillt, Bruder. Ich sag dir auch ganz ehrlich, guck mal, deine Dreddys haben mich dick supportet beim letzten Song, Alter. Guck mal hier, wie viel Liebe die dir geben. Das ist doch einfach nur, eine Hand wäscht die andere und beide Hände waschen das Gesicht am Ende, oder? Baba, Bruder, oder den Arsch, oder? Oder denn? Bruder, den Arsch wäschst du dir lieber selber, Bruder, und die ganzen Leute auch, Alter. Geil. Geil, Alter. Ey, ich freue mich, hier zu sein. Bruder. Baba, Walla, ich küsse dein Auge. OG, mein wunderschöner Bruder. Walla, heute, ich muss dir viel Liebe geben, Bruder, ja? Nicht nur, dass wir Freunde sind, Bruder. Du bist auch leider mein Landsmann, Bruder. Ist auch noch ein Tunesier mehr auf diesem Planeten. Alter, Bruder, und auch noch zwei. Auf gleichem Ort, gell, auf Stelle, das ist Bruder. Gar nicht gut, Mann. Aber wann warst du zuletzt in Tunesien? Zuletzt war ich bei einer traurigen Sache in Tunesien, als meine Oma verstorben ist, Alter. Aber Bruder, 2000 und wann war das? 2020? 21? Geht, ist ja vor 20, zwei aber Jahren ich war ja nur wegen dieser Kleinigkeit und wann warst du da so Urlaub machen? Urlaub war ich seit 2016 nicht mehr. Krass. Seit 2015. Ich mach auch immer, schmeide die da, Bruder, Alter. Weil immer, wenn ich zurückkomme, subhanallah, Bruder, Rückenprobleme, Magenprobleme, Haarausfall, Bruder. Bei mir ist andersrum, Mann. Ich sag dir ganz ehrlich. Echt? Ich war doch sehr lange gebunden im Knast und dies und das, weißt du, was ich meine? Ja. Am Ende freue ich mich, wenn ich in meine Heimat komme. Mhm. Aber, Bruder, am Ende, du weißt doch, Alter, die haben mich so lange nicht gesehen und am Ende... Ja. Nur noch Tantenküsse, links, ja, rechts. Ja, Bruder, Alter, überall Desinfektionsmittel direkt danach. Und Bruder, ich kenne das. Bei mir ist auch das Problem... So, wo warst du, was machst du? Und schämst du dich nicht, kommst du nicht hier? Boah, immer, keiner weiß, dass du krass warst, weißt du? Bei mir, die sind erstmal immer alle lieb. Danach hast du das, hast du das, das, hast du das. Und ich gebe, Bruder, von Herz, mein Bruder, weil ich weiß, die haben es dort schlechter als wir hier, gell? Natürlich. Ich komm, die geben zurück, die schenken mir Gebetsteppiche, Jogginganzüge, gell? Spanler, Bruder, ich steck die Sachen in Wäsche, finde ich immer so ein zusammengeklapptes Blatt, Bruder, mit irgendwelchen Hokuspokus da drauf. Was habt ihr mit mir gemacht, Cousin? Ich schenk euch meine Niere, ihr verzaubert mich, Walla, jede Urlaub, Cousin, ja? Gefährlich, gefährlich. Ja, die sind ehrlich, echt, das ist gefährlich, ehrlich. Ehrlich. Gefährlich, ehrlich, Bruder. Ehrlich. Boah, hier, mein Bruder. Ich will dich nicht so überfordern, ich will langsam machen, weil ich habe ein Herz, Bruder Dreddys. Ihr wisst, er macht nie Livestreams. Das ist so ganz neu und das ist ja, es ist auch schon hart. Da wird schon, das macht schon Achtung im Kopf. Okay, pass auf. Mein Kopf macht schon Achtung, Achtung, Achtung. Pass auf. Was heißt das? Pass auf, ich sag dir, was es heißt. Dreddys, ihr kennt's. Immer wenn wir einen neuen Gast hier haben, was muss er machen, Dreddys? Ist eigentlich ganz einfach, mein wunderschöner Bruder. Aber manchmal, man denkt vielleicht, okay, es ist zu einfach. Komm, erzählt man dann, ich versuche hier die Kommentare zu lesen. Was will der Junge mir sagen? Was heißt ABC? Einmal das Alphabet machen, Bruder. So wie man es in der Schule gelernt hat. Hey, Bruder, ich hab's gelernt. A, B, C, D, E, F, G, A. Okay, schaffst du es ganz? A, B, C, D, E, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vor Walla, alles auf meine Mutter, Ding. Stabil. Was für stabil, Bruder? Das ist doch normal, ne? Ist normal? Die Hälfte meiner Gäste haben es verkackt. Walla, Bruder, stabil. Wirklich? Scheiß, Bruder, Alter, was redest du, Bruder? Ganz normal. Ey, weißt du, wen Bruder, weißt du, wie wir es eigentlich gelernt haben? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Baba, Alter. L, T, U, V. Scheiße. Ey,
Oh mein Gott, ich habe vergessen, dein Mikrofon war ausgesenkt. Aber, ganz aber nein, nein, man hat dich gehört durch mein Mikrofon. Man hat dich durch mein Mikrofon. Jetzt hört man mich besser, oder? Ja, oh mein Gott, wie laut, Bruder, sogar. Okay, okay. Weißt du, wen ich hier hatte? Hey, hör auf, Cousin, meine Ohren. Du Wichser, Digga. Weißt du, wie laut das ist? Bruder, boah. Ich weiß nicht, ich habe keine Kopfhörer. Hier, hier, wenn du willst, zieh sie an. Nein, lass mal diese. Weißt du, wer als Gast hier war? Gib dir mir pinke Rose. Bruder, die sind von G-Unit, von damals. Hat in seinem Bus damit aufgenommen. Ja, genau. Genau. Davon distanzieren wir uns, liebes Twitch-Team. Davon distanzieren wir uns. Weißt du, wer hier als Gast bei mir war? Was heißt das überhaupt? Noch ein Tunzi. Oder wen kenn ich? Rapper oder was? Ja, teilweise auch Rapper. Ist, also Bruder, kennst du das, wenn du jemanden für dein Land hast, wo du stolz dafür bist? Wie zum Beispiel... Du, mein Bruder. Ich küsse dein Auge, mein Bruder. Wallah, ich küsse dein Auge. Ich alles, wie zum Beispiel die Marokkaner, die haben gute Fußballspieler, Bruder. Weißt du, die sagen Amrabat und so, Baba. Mhm. Oder die Tschetschenen haben gute Dinge. Kämpfer. Weißt du? Oder die Dagestan, die sagen Khabibs von uns. Und wir haben auch so einen, Dagestan, Bruder. Dagestan sind Bodenkampf, Bruder. Richtig. Wir haben auch so einen, Bruder. Und der war bei mir hier im Stream, Bruder. Sein Name ist Abdel S. Kennst du? Abdeles, Bruder, du hast hier vorher, ich schwör auf alles, ich hab den von Freiburg damals kennengelernt. Echt? Der war bei mir im Stream hier. Der hat in Freiburg gelebt, Bruder. Ja, ja. Und meine Jungs damals, Abdul und so, Sascha, Ortak, ja, aus Freiburg, ja, die haben mir den vorgestellt, bevor der schon, bevor der schon so bekannt geworden ist. Krass. Ich hab den nur damals kennengelernt. Oh Allah, ich fick seine Mutter. Genau so. Ich hab ihn gemacht. Madonna. Geil. Aus meine Geld. Und so, ich hab dich schon kennengelernt, also wo das noch real war, so geil, auf geil. Straße, weißt du? Geil, cool, war da krass. Und danach ist er bekannt geworden, jetzt wohnt er in Stuttgart mittlerweile. Der wohnt sogar in Stuttgart? Oh, gute Besserung, Bruder. Wer weiß, Bruder, der Typ, der wohnt einmal in Stuttgart, einmal unter Brücke. Oh ja, das ist Abdel S, genauso wie du ihm geschrieben hast. Aber Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, egal wie kaputt er ist, ich glaube, das ist seine Natur ein bisschen so. Plus halt noch. Weißt du, wie alt er ist? Der ist bestimmt schon... 50 so ungefähr. Der ist Ü50, Bruder. Das ist geisteskrank, ja? Das Bruder, ist heftig. Hier, du siehst doch Thunfischdose lang hier. Ja, wir sind jung, wir bleiben. Übernächsten Monat, der Bruder, der wird 29, Alter. Ah, du wirst 29? Boah, du altes Haus, Alter. Du bist 93er. Ich bin 94er. Ah, 94. Ich werde nächsten Monat, übernächsten Monat. Ach stimmt, Digga, ich werde ja auch 29 dieses Jahr. Verdammte Scheiße. Du bist doch genauso ein Alter. Oh mein Gott, Bruder. Scheiße, Digga. Voilà. Wolle, die Zeit ist gerannt, Bruder, ja? Was redest du, Bruder? Die ist nicht gerannt, die ist geflogen. Bruder, komm, wir fliegen. Okay. Ey, hier drin darf man nicht rauchen, gell? Nein, der Bruder hat mir einfach Vapes angedreht, ey. Bruder, das ist die einzigste Alternative, die ich dir... Weil sonst meine Frau kommt, die macht Taekwondo, Bruder. Oder was? Ich glaube, Submission direkt. Ja. Aber Bruder, wir haben jetzt viel gelacht. Lass uns ein bisschen weinen. Ja? Du hast schon gesehen? Achso, ja, Mann, ey, ich schieß schon die ganze Zeit drauf. Ich dachte, der Junge ist sowas. Nein, also ist sowas in seiner OG Freizeit. OG, Bruder, ich sag dir ehrlich, mein Bruder. Denkst du, ich würde jemals anlügen? Frag den Chat von 1 bis 10, wie scharf die sind die Chips? 1, 2, so, 3, 3. Ey, ich schwör, wenn ihr mich anlügt, ich komm wieder. Von 1 bis 10, wie stark sind die? 1,5? 1? Ja, Bruder. Ich schwör auf alles, ich esse jetzt. Wenn die stark sind, ich komm die wieder, ihr Geier. So, dann lass mal gucken. Eins, immer noch eins, ja? 2000, 100. Okay, hier, der ist abgebrochen, aber den kriegst du hin. Ja, Bruder, gib mir 2 abgebrochene, sagt der ist abgebrochen, den kriegst du hin. Ja, den kriegst du hin. Nimm beide, Cousin. Komm, warte, ich mach mit dir, Bruder. Guck mal, Dreris. Der sagt, der ist abgebrochen, den kriegst du hin, der gibt mir 2. Oder willst du den hier nehmen? Der ist ganz. Dann hau die wieder rein. Ey, wallah. Oder du nimmst dunkler, alle Bruder. Vier. Die haben zu viel Gewürz, Bruder. Lass mich hier, okay, okay. Bist du ready, Bruder? Bruder, denkst du wirklich, der ist so schlimm? Bruder, Herisa hat geregelt bei mir. Hier, guck mal. Komm, mach noch einen. Ja, du erstmal, wir müssen es zusammen machen. Ja, mach noch einen, dann ich mach. Okay, ich mach 2, du machst 2. Nein. Ganz gechillt, Bruder. Ja, das ist diese Pakistaner Scharf, Bruder. Oh Bruder, das wird morgen mein. Oh, das wird mir zerreißen.
Komm, gib noch einen. Komm, gib dir einen. Hier, kleine. Walla, krass. Was hieß hier? Auf mein Silberzahn, ne? Walla, krass. Ist nicht scharf? Der Kick, gell? Der kommt jetzt. Der kommt genau jetzt. Ey, ich schwör auf alles. Ich dachte, es ist hart, aber... So nicht, oder was? Ey, Mann, ich schwör auf alles. Der hat gerade übel Dinger Tantanas gemacht, ey. Meinst du? Ist ja du? Gar nichts. Gib dir, Alter. Was? Ich kann ich nicht hab mehr. Mir zwei gegeben, Bruder. Ey. Wenn du den isst, bist du Mann. Bruder, willst du mich gerade linken? Ich hab schon zwei gegessen. Das heißt, wenn du den noch isst, bist du Mann. Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich schwör auf meine Mutter, ich kann nicht mehr. Die haben mich gefickt. Ey, Walla, du hast Mann gestanden. Ich schwör auf meine Mutter, doch. Bruder. Jeder ist abgekackt. Jeder einzelne. Bruder, dann hat, die Leute haben noch nie Risa Tum Sandwich gegessen am Meer, am Strand. Ich schwör. Trink. Korrekt, mein Bruder. Soll ich dir noch ein Glas machen? Nee, passt, Walla, passt. Boah, jetzt ist schon scharf. Ja, Walla, es ist scharf. Walla, es ist scharf. Wir haben immer noch keine Story gemacht. Ich poste kurz. Ey, Bruder, jetzt wird es schon scharf, ne? Ja, ich weiß. Ey, du hast mich gefickt mit dem zweiten. Der ist hart, gell? Yeah? Der ist hart, ich schwöre auf alles. Leg mal meine Zunge. Du hast so Knastschaden, gell? Ey, Walla, bei dir, man merkt, du kommst richtig aus der Hood. Ich hatte ja viele Leute schon hier. Straßenrapper. Ja. Aber bei dir, ich merke, du kommst aus der Hood, Cousin. Bruder, was für Hood? Kanalisation. Also Hood war über mir. Geil, Walla, geil. Bruder, ich bin da, wo Pissgeruch ist, da war ich, Bruder. Hart. Und da habe ich meinen Part gekickt mit Nemo damals. Wie bist du auf Rap gekommen, Bruder Herz? Bruder, Rap, ich sag dir ganz, ganz ehrlich, Bruder. Ich war ja damals immer mit Nemo in Tiefgaragen, mit Joni damals, mit Sascha Ortag. Aha. Und wir haben immer, ich war immer derjenige, der nie rappen konnte, Bruder, aber ich habe immer die Beats ausgesucht, weil okay, ich immer krass. Einen üblen Geschmack für Beats hatte. Krass. Und ich hatte ein Gehör für Musik. Mhm. Und habe immer die Beats ausgesucht und ich habe immer die Handyvideos gemacht für Nemo oder für Sascha Ortag. Wer ist Sascha? Kennt man den auch? Ich kenne ihn nicht, Bruder. Bruder. Der ist dieser große Bruder, 2 Meter, der war früher mit uns immer. Der hat immer in Tiefgaragen mit uns Freestyles gemacht. Okay. Ja, mein Bruder. Und Joni war mit uns immer. Und ich muss näher zum Merken. Ja, ein bisschen. Ja, Mann, Joni war immer mit uns. Und dann Hayes 76 war damals auch noch. Ich kenne noch einen, der hieß Narco, glaube ich. Narco. Lass mal nicht über den Typ. Okay. Aber Bruder, weil der ist von irgendwo gekommen, ist irgendwo wieder hingegangen. Okay. Hey, ich weiß ja nicht, Bruder. Auf jeden Fall, Bruder, ja. So waren viele Rapper so und dann waren auch, also damals kannte ja Nemo niemanden. Mhm. Also niemand kannte Nemo. Mhm. Und niemand kannte auch Joni so wirklich. Und Hayes auch nicht. Also Hayes hatte am meisten Standing damals, weißt du? Ah, Hayes war der bekannteste von euch? Krass. Und dann, aber Hayes war ja nicht von uns. Hayes ist... Ja, alles gut, Bruder, ja. Hayes ist immer nur so zwischendrin irgendwann mal aufgetaucht, weil ein Elternteil von dem auch bei uns gewohnt hat, weißt du, was ich meine, in Stuttgart. So, und dann haben wir immer Sessions gemacht, Tiefgarage, die ist das. Und ich habe dann immer die Handyvideos gemacht. Also diese ganzen Handyvideos, was man sieht, so von Nemo damals. Mhm. Ich stand hinter der Kamera, weil ich noch nicht gerappt habe und ich wusste, dass ich rappen kann, Bruder. Krass. Am Ende war es dann halt so, dass ich, genau in dieser Zeit, Bruder, bin ich in den Knast reingekommen, Alter. Und dann habe ich gesehen, hey... Weiß man, warum du in den Knast gekommen bist? Das war damals, ich habe doch ein Lied drüber gemacht. Mhm. Also ich hatte Bewährung. Mhm. Wegen Raubüberfälle damals. Mhm. Habe ich alles bei Black Panther Interview auch schon erzählt und so. Und dann habe ich Bewährung gehabt, bin rausgekommen auf Therapie, hin und her, bla bla blub. Und am Ende, Bruder, war ich auf Bewährung draußen. Und dann ist ja diese Sache, wo ich ein Lied, ein Song, ich habe ja einen Song mit Nemo gemacht, Sirenen um mich herum. Mhm. Und da ging es ja um eine Hose, wo Nemo eine Jeanshose anhatte. Und wir wollten, ach scheiß drauf, Bruder, hört euch einfach das Lied an. Baba, checkt's ab. Auf jeden Fall, ja Mann, dann habe ich geklautes Auto gehabt, hab einen Bullen überfahren, hin und her. Und deswegen bin ich dann drin gelandet. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass es nicht so wirklich so war. Bruder, der Junge guckt gerade so, als ob ich Mörder bin. Nein, Bruder, du hast einfach so erzählt. So, Bruder, ich war dann kaputt. Ja, aber das Ding ist, Bruder, ich war ja selber so gestört, Bruder. Ich wach auf, Alter. Nach einer Partynacht, ich wach auf, ich bin so, mein Kopf dreht sich noch, weißt du? Und am Ende lese ich, ich wach hier auf in Stammheim, Bruder, weißt du, was ich meine? Abo. Ich wach auf in Stammheim und ich bin frisch rausgekommen vor ein paar Monaten. Mhm.
Und ich lese auf meinen Haftbefehl und ich dachte PKW-Diebstahl und solche Sachen, weißt? Mhm. Und halt gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr, dachte ich. Aber Bruder, da stand einfach versuchter Mord drauf. Was? Ich schwör auf alles und ich genau so. Was? Ich war auch nicht so, was? Ach du Scheiße. In EG, also in Zugang, Stammheim. Und das Ding ist, Bruder, ich krieg Schaden, Bruder. Ich wach auf, ich bin ja besoffen gewesen letzten Tag. Hast du dich dann dran erinnert, was passiert sein sollte? Bruder, so total Schaden, weil ich okay, nie das okay. vergessen habe. Okay. Ich wusste schon, was passiert ist, aber mhm. ich wusste nicht, dass sie das so drehen. Ah, das ist dir so schlimm. Dass versuchter Mord war. Okay, weil okay, am Ende okay. war das ja nicht so. Ja. Guck mal, das Ding ist, ich bin vor Bullen abgehauen und am Ende der Bulle ist irgendwie vor mein Auto gesprungen. Okay. Und der ist wirklich vor mein Auto. Aber hat er sich verletzt? Nein. Okay, er hat sich nicht verletzt, zum Glück. Okay. Er wollte von meinem Auto springen und ich habe dann die Bullentür abgerissen. Mhm. Also der hat die Tür aufgerissen. Ah, okay. Und wollte aussteigen okay. und ich habe dann die Bullentür abgerissen okay. und er ist wieder schnell reingeschickt. Okay. Auf okay. jeden Fall, da haben die so hingedreht, versuchter Mord an Dinger, Sind die damit durchgekommen? Ja, in U-Haft natürlich, Bruder. Ich bin okay. ja erstmal so reingekommen. Mhm. Das heißt, wenn du an Beamte einen Übergriff hattest, das heißt, du gehst erstmal mit Sicherungsmaßnahmen rein. Das Oha, heißt, du hast rote Punkt, Bruder. Okay, krass. Und deine Zellentür dürfen erst, also da steht roter Punkt, mhm. Zellenöffnung, mhm. nur mit 3 Beamten. Ah, Menü. Und die kommen dann, du bist komplett abgeriegelt. Jeder. Ja, also wenn die Zelle komplett aufmachen, müssen die mit 3 Beamten kommen. Ah, boah. Aber wenn die jetzt die Essen geben oder so, dürfen die nur die Luke aufmachen bei dir. Okay, bei allen anderen machen die jetzt die Tür auf, bei dir machen die nur die Luke boah, auf. Boah, war das Skandal, Bruder, ja. Und Bruder, das war ja wirklich nicht mal so, weißt du, was ich meine? So, ich bin einfach abgehauen vor den Bullen, ich war auf Bewährung, ich hatte den Auto geklaut, das Auto unterm Arsch und Nimo war auf Bewährung. Ja, am Ende haben die so hingedreht, Bruder, dass ich den überfahren wollte. Die haben gesagt, verdecken einer anderen Tat und damit ist es okay, Mord. Okay, okay, weil ich habe gesagt, hey, wie kann das Mord sein, wenn ich nicht geplant habe? Ja, genau. Das ist ja dann fahrlässige Tötung im oder Endeffekt, versuchter Totschlag ja, oder so, ja, weißt du? Ja. Haben die gesagt, ja, wenn du eine andere Tat verdecken willst, indem du eine neue Tat begehst, dann ist es, dann weißt du, dann, keine Ahnung. Bruder, Film, Wallerfilm. Und dann? Was war denn im Endeffekt Gerichtsurteil? Also was hast du denn? Bruder, am Ende, der Typ hat doch dick gelogen. Mhm. Am Ende, Bruder, habe ich ein Jahr dafür bekommen. Versuchte gefährliche Körperverletzung. Okay. So weit wurde es runtergeschmissen. Okay. Habe ich ein Jahr dafür noch dazu bekommen. Und das war, warum ich da reingegangen bin. Das hast du ja gefragt. Krass, genau. Ich hab's ja, heftig, Alter. Und dann hast du hast ja davor schon so angefangen zu rappen. Aber hast du im Knast beschlossen? Nein, da habe ich noch gar nicht gerappt. Ah, noch gar nicht? Nicht mal so versucht mit Handy oder? Nichts. Gar also ich habe einmal versucht, Bruder, wo Nimo damals angefangen hat zu rappen. Ja. Weil ich habe mitbekommen, als du im Knast warst, dann ja, kamen schon so zwei, drei Sachen. Davor habe ich schon Handyvideos gekickt. Genau. Das war nicht im Knast, das war auf Therapie. Ah, okay. Da habe ich schon ein, zwei Handyvideos gekickt oder 3, 4, keine Ahnung. Mhm. Stimmt, dann bin ich ja wieder raus und dann bin ich... Stimmt. Ja. Bruder, ich bin so oft rein, raus, Alter. Ja. Ich bin auf alles, Alter. Bruder, ich war ganz kurz hier pro Markt, dann ich bin ganz kurz wieder. So erzählt er das Trainings. Ja, ich war dann hier, da, zwei Bruder, Jahre. Danach, ich war kurz draußen, ich hab mein Step gemacht, ich hab Promo gemacht, aber scheiße. Geil. Represent, Alter. Ich küsse dein Auge. Aber ey, Frankfurt schneit's einfach. Guck mal, meine Nase läuft, Alter. Wir haben Schnee heute bei uns, Trainings. Das ist ganz geisteskrank. Bruder, wir sind gekommen mit trockenem Boden. Wir sind angekommen in alles weiß, Bruder. Wenn OG, wenn die Stuttgarter in Stadt sind und der OG... In der Weihnachtsbäckerei, oder was? Der OG ist auch nicht alleine gekommen. Der hat einen Stadtbekannten mit sich gebracht. Ja? Sollen wir seinen Namen nennen? Bruder, ich weiß nicht, weil der hat zu viel groß weggemacht. Also für alle, die auch so Ding, Ding, keine Ahnung, wenn ihr irgendwann mal vor Gericht seid und ihr müsst euch irgendwie ein bisschen entlasten, dann könnt ihr gerne seinen Namen nennen. Ja, weil der hat auch ganz viele andere Namen. Scheiße, nein, Leute, sowas machen wir nicht. Davon distanzieren wir uns auch, genauso wie von Gewalt, genau. Wie von Rassismus, Frauenfeindlichkeit und alles Mögliche, Mann. Wir distanzieren uns genauso vom Verräter. Genau, 31er weg, Bruder. Ja, ich küsse auf jeden Fall, Alter. So, OG, mein wunderschön. Bruder, hat er gerade gerappt oder was hat er gerade gemacht? Ich mach so, zack. Was hast du gerade gemacht, Bruder? Rappen? Kommen wir aufs Thema. Okay. Wann kommt dein nächstes Album, mein Bruder?
Und wie heißt es? So, du kommst ja direkt. Ich komm direkt. Ich will wissen, Bruder. Ich brauche Infos. Exklusiv hier bei De La Rue TV. Das ist halt das Ding, Alter. Guck mal, wenn wir nicht bei De La Rue TV wären, wäre das nicht so exklusiv, Alter. Weil dann hätte ich nicht rausgehauen. Baba. Nur weil ich jetzt bei meinem Bruder bin. Korrekt. Bei meinem Landsmann. Erzähl mal. Mit der Ballett. Baba. Bei meinem Khoya. Ich küsse dein Auge. Mein Album wird Smooth Crooked Criminal heißen. Smooth? Smooth Crooked Criminal. Crooked Criminal, okay. Das heißt sowas wie geschmeidiger, krimineller Gang. Sowas wie. Crooked ist sowas wie Bandit. Crooked? Schlitzohr. So, Schlitzohr. Ah, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, gute und Besserung. Ich dachte, du hast genießt oder so. Das war hart. Smooth Crooked Criminal. Smooth Crooked Criminal. Krank. Wie bist du drauf gekommen? Ja, nie krimineller, softer Schlitzohrmeister. Ja, genau, Bruder. Am Anfang wollte ich erstmal, weiß ich nicht, Bruder, weil ich bin ja eigentlich, ich habe eine Vergangenheit. Mhm. Wenn es sein muss, kann ich auch noch Schlitzohr ekelhaft werden, weißt du, was ich meine? So. Und, aber trotzdem bin ich auch smooth, wenn es sein muss. Weißt du, ich kann auch geschmeidig sein, ich kann auch ganz nett sein, weißt du, was ich meine? Baba. Und das beschreibt einfach ganz viel in einem Wort, finde ich so. Cool. Ich bin einfach ein geschmeidiger, krimineller Gangster, weißt du, was ich meine? In welche Richtung geht musikalisch, albummäßig, weißt du? Musikalisch, guck mal, ich kann, das ist immer die schwierigste Frage bei mir. Weil, Bruder, was soll ich dir sagen, Bruder? Musikalisch geht's halt dahin, wo mein Kopf mir gerade sagt. Das ist eine gute Antwort, Bruder. Wo mein Ei mir gerade sagt. Und das ist, Bruder, es ist nicht normal, Bruder, gell? Ja. Heutzutage, die Leute arbeiten ja so, dass die die Musik dahin machen, dass die in Playlisten kommen, zum Beispiel. Bruder. Weißt du, es ist, Bruder. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oder, Bruder, ich hab's auch mitbekommen. Ich bin ja jetzt seit 1,5 Jahren draußen, seit fast 2 Jahren jetzt wieder. Ja. Bruder, ich hab Upturns auf Rap. Also ja, Cousin. Also nicht auf Rap, schwierig. Nicht auf Rap, sorry. Ich habe Upturns, weil ich gesehen habe, was Rap ist zurzeit. Ja, so. Ja. Und deswegen ziehe ich mein Ding durch und deswegen. Ich kann euch sagen, Mann, dieses Album wird ganz wieder anders als Hood. Mhm. Wieder anders als Ott sei Dank. Es wird wieder anders als die ganzen anderen Alben. Ich kann dir auch sagen, mein Bruder, und ich kann auch euch sagen, ich habe 7 Songs in Marseille aufgenommen. Baba, cool. Und du hattest ja auch Flucht in der Zeit, wo du Marseille dann untergekommen bist und so. In und der gleichen Baba, Ecke? Nein. Okay. Dieses Mal habe ich noch bessere Producer, noch bessere Baba-Leute kennengelernt. Ola, geil. Und Bruder, das sind namhafte Leute, Bruder. Chefi, Kaku, Bruder. Das sind cool. Die Producer von Soul King, von Jules. Von Baba. Bruder, die größten Leute von dort. Weißt du, was ich meine? Und ja, Mann. Ich bin rübergegangen und da ist ein ganz neuer Vibe entstanden. Das sind ganz andere Takte, das sind ganz andere Sachen und ich habe da aber trotzdem den OG draufgebracht. So. Baba, cool, Walla, freu ich mich, ja? Ich kann dir auf jeden Fall später ein paar Sachen zeigen, mein Bruder. Mhm. Dann kannst du vielleicht deinen Daddy's mal sagen, Baba, ob es wirklich in eine andere Richtung geht oder Bruder, nicht. Bruder, du kannst mir auch die Sachen schicken. Frag mein Chat, ich würde niemals was liegen, niemals, Bruder. Niemals, mein Bruder. Bruder, was redest ich du? Bin Tunzi, aber das Bruder. Ding ist, mein Bruder, ich schicke mit Absicht nicht, weil ich will, dass du dich freust, wenn es rauskommt. Stimmt. Scheiße, ich ja. Ich schick dir auf jeden Fall 2-3 Songs, Bruder. Ah, schickst du? Baba, nein, Bruder. 2-3 Songs schick ich dir, aber okay, nicht das ganze Album, Bruder. Okay, ich hab hier schon. Das Ding ist, mein Album ist schon fertig, komplett, Bruder. Ich hab schon mehr als ein Album auf Seite liegen. Hast du schon ein Release-Datum? Oder machst Bruder, du erstmal? Oder ein Release-Datum. Wir haben angepeilt jetzt, im Frühjahr auf jeden Fall zu releasen. März. Oh, das April, ist ja Mai, schon bald, März, Bruder, April, ja? Mai. Ja, Bruder, ich bin schon fertig. Ich sag dir ehrlich, Bruder, es geht nur noch gerade um Schleifen. So Cover machen und genau, heute, Videos genau, planen, heute war ich ja auf Fotoshooting. Genau. Da war der Bruder auch kurz dabei, ja, Alter. Ich guck den ganzen Tag, ich muss auch da hingucken, gell? Ja, ist egal, wir können auch so untereinander reden. Auf jeden Fall, Bruder. Ja, Mann. Wir sind gerade am Schleifen und am Machen und Tun und ich bin gerade dabei noch, zum Beispiel Pagel, Bruder, sag ich mal. Geil. Pagel, Bruder, auch will ich auch. Der ist noch nicht drauf, Bruder. Sind andere Leute drauf, Bruder. Mhm. Willst du, verrat mal ein Feature, Bruder. Bruder, das Ding ist, Alter, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, Bruder. Ich mach Feature nur mit Leuten, die ich kenne. Und es ist keine Überraschungen drauf als Feature. Ah, okay. Aber es sind andere Sounds, weißt du, was ich meine? Ein Feature, Bruder, hier für den Bruder, Chat. Bruder, hier, Alex Hesch ist drauf, Nino Baba, ist drauf. Baba. Pagel, mit dem mache ich jetzt eine fette Session mit Psy. Geil, cool. Da kommt auf jeden Fall weißt noch was. Weißt du, was passen würde, Bruder? Bobby Van Damme. Bruder, ich habe mir auch überlegt, dick, 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 dick,
Der überlegt. Ist ein super Typ, Bruder, gell? Ich bin mir, also ich kenne ihn nicht persönlich, mhm. Ich habe nur die Streams hier gesehen und mhm. Bruder, ich feiere, also ich finde den sehr, sehr sympathisch. Der ist super cool, Bruder. Und ja? Ich habe den auch schon damals gesehen, Bruder, ich bin ja nicht so bei diesem TikTok richtig drin und mhm. diese ganze, diese Icon und so, habe ich gar nicht miterlebt. Also mhm. ich habe gar nicht gewusst, was es ist, ja. bis der Bobby kam. Mhm. Und das war für mich Icon. Der Bobby war für mich Icon. Für mich auch, Bruder. Weißt du, was ich meine? So? Und dadurch kenne ich Icon, nur durch Bobby, Bruder. Und ich feiere den brutal. Ich sag dir ganz ehrlich. Dreys, wir haben Future geklärt. Ja, nee, hier offiziell. Bobby, mein Bruder. Du guckst zu. Meld dich bei OG. Wenn du zuschaust, Bruder, voila, lass uns eine dicke Session machen, mein Bruder. Bei mir im Studio. Du bist herzlich eingeladen. Alles auf meinen Nacken, Bruder, Alter. Und, 15%. Friss mal deine Seitenhaare ab, Bruder, bevor du herkommst. Du redest du doch alle. Ist gar deine Sprache, Alter. Geil. Ey, Wallah, ich würde mich böse freuen. Ey, Bruder, ich würde mich auch sehr, sehr, sehr böse freuen. Ey, wenn es jetzt durch mich entsteht. Bruder, da muss der Bruder auch noch ein paar drauf machen. Was geht ab, Bruder? 35% an mich gerecht. Bruder, wir rasieren das Ding, Bruder. Ey, und ich sag euch ehrlich, Mann, wenn das jetzt demnächst passiert und wenn das auch noch dick wird, dann kommt es auf mein Album drauf. Heftig. Ey, Bobby, meld dich, Cousin. Ich und Bobby, wir sind ziemlich gute Freunde, Bruder. Ja, letzte Bruder, Zeit. Das hab ich gesehen, eng. Bruder. Das wird Baba. Das wird super, ja? Das wird Bobby, Habibi, ich küsse deine Augen, Bruder. Meld dich bei mir, Bruder. Baba. Du bist ein geiler Sau, Bruder. Und Bruder, wir haben noch einen Gast heute hier, Dreddys. Ist auch ein Feature-Gast von OG tatsächlich. Komm kurz, zeig dich ganz kurz, Bruder. Komm, ganz kurz. Nur ganz kurz. Aber der featuret meine Mysteries. Nein, Spaß. Ey, Reezy, mein Manchester. Bruder. Manchester, mein Bruder. Alles klar. Sag doch mal Hallo in die Kamera, Cousin. Ewa, was geht? Was geht? Wie komm ich in die Kamera, ja? Hier zu uns, genau. Komm her. Was geht ab, mein Bruder? Manchester. Hey. Geh mal wieder auf Couch, mein Bruder. Danke, Geh mal dein Part schreiben, Bruder. Ja, Bruder, Holle, ich hab hier heute, ich fühle mich wie bei MTV heute, alle. Nur Stars um mich rum, Adredis. Alter, was für Bruder, MTV kann doch nicht mithalten. Ey, was? Oder hier, Alter, Twitch, LaRiTV, Alter. Ey, weißt du, dass du eigentlich der perfekteste Gast hier bei mir bist, gerade wenn wir Sachen über Rap LaRue machen? Weil du, Bruder, einer der ersten warst, Bruder, die mit Handyvideos angefangen haben, die in Tiefgaragen gerappt haben, die vor Blocks gerappt haben mit ihrer Truppe so, die diesen Traum hatten von Anfang an. Und heute bewerten wir genau diese Künstler, die genau die Ambition hatten, die du früher hattest. Und Bruder, man muss es dir zusprechen. Bruder, ich bin auch jemand, ich gebe gerne Lob, weißt du? Du hast geschafft, Cousin. Du bist ein Star, mein Bruder. Weißt du so? Du Geschäft hast... ist geschafft, ist noch was anderes, Bruder. Bruder, ich finde schon... Bruder, ein Star sein ist eine Sache, aber geschafft haben ist eine andere Sache. Bruder, du hast also bekannt sein ist eine Sache. Genau, aber du hast viele Fans, Bruder, ja. Weißt du? Und ich sehe... Und guck mal, Bruder, jetzt... Bruder, du weißt, ich war auf meine Mutter, ich... Ding, aber... Walla, du bist ein sehr bodenständiger, so, weißt du? Ich küsse dein Auge, ich mag sowas. Bruder, sieht doch alle, sonst wären wir nicht zusammen gesessen. Walla, ja. Walla, hundertprozentig. Wenn du nicht so bodenständig wärst, wäre ich nicht mit dir zusammengesessen, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich könnte auch zu ganz vielen anderen Jungs gehen und Dinge, aber nein, Bruder. Walla, wenn ich Baba. Was raushaue, exklusiv, dann nur bei meinem Bruder. Eva Cousin. Dreddys, wir gehen gleich rein in die ersten Bewerber von Rap LaRue und checken die ab mit meinem wunderschönen, gut aussehenden, scharf essenden Tunesier, dessen Album jetzt bald kommt. Eva. Smooth Criminal, aka Smooth Criminal. Ja, Smooth Crew Criminal. Ja, Mann, stimmt, Alter. Das haben wir vergessen zu sagen, Alter. In den nächsten 3 Wochen, 4 Wochen fängt der Vorverkauf an. Ihr könnt Gas geben. Baba. Ihr geilen Socken, Alter. Wann hast du den Link, Bruder? Den werde ich posten. Ungefähr. Kann ich dir nicht sagen, Bruder. Das Ding ist, es liegt gerade noch am Merch und so. Ich habe noch also ein paar Partner. Mhm. Und aber dauert noch über 2 Wochen? Über 2 Wochen auf jeden Fall. Okay, 3 Wochen auf jeden Fall so, bis der Vorverkaufslink da ist. Und dann natürlich pushen wir Dreddys. Was denkt ihr denn, Dreddys? Ey, erstmal vielen Dank für den letzten Push, Alter. Bei meinem letzten Song, ihr geilen Säuer, Alter. Macht mal Liebe für euch selber, Dreddys. Geil, danke schön. Ja, Mann. Fett Liebe für euch, für LaRue, Gang, Alter. Eva, Alter. Guck mal, das sind alles Herzen für dich, mein Bruder. Bruder, die sind für uns, mein Bruder. Boah, ich küsse dein Auge. Mein Bruder. Hier. Was ist los, Reezy? Hast du Hunger? Ja, Bruder. Baba. Hier, gib den Chips, Bruder. Ja.
Ey, der hat die durch Nase gezogen, die Chips. Boah, das war für den gar nichts. Ich schwör auf meine Mutter. Es wurde schon kurz scharf am Ende, aber ich habe 2 Stück gegessen. Der Bruder. Bruder, mich hat gefickt. Oder? Mich hat auch gefickt, sagt er ehrlich. Walla, zwar, die sind hart, Bruder, ich schwör, die sind gottlos. Ja, ich sag dir ehrlich, Bruder, bei mir scharf ist echt. Also ich esse sehr gut scharf. Krass, ich schaff das gar nicht, Bruder, ich sag dir ehrlich, ja. Bruder, meine Mutter kriegt Hänger. Bruder, die kommt aus Tunesien. Mhm. Die kennt und du isst Onkel mehr scharf als sie. Bruder, ich gehe nach Tunesien, Bruder. Mhm. Mein Onkel guckt, ich esse Frühstück scharf mit Pommes und so. Krass. Harissa mit Pommes, Bruder, du weißt doch. Ja, Ola, ja, das ist bei uns. Oder wenn du zum Strand gehst, Harissa und Thunfisch. Olivenöl und ich schaff's immer dabei, Adrelis.